Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen. Heute gibt's wieder peinliche Geschichten von euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Los geht's. Ja, Freunde, ich muss mich noch echt krass bei euch entschuldigen. Heute ist Donnerstag und heute kommt erst das erste Video der Woche raus. Ich hatte aber wirklich krasse Bauchschmerzen jetzt die letzten Tage. Ich kenne das so ehrlich gesagt gar nicht von mir. Clemens hatte seine Days. Ich gebe dir gleich deine Days. Wobei es wirklich stimmt, ja, mir kam zwischen den Beinen was Rotes raus. Ich habe mich auf eine Himbeere gesetzt. Aber ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Los geht's. Aber übrigens, es gibt ein neues Design für die Handyhüllen, das ziemlich geil ist. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Und jetzt geht's weiter. Die Geschichte spielt sich in meinem 8. Schuljahr ab. Und es sei gesagt, dass wir zu der Zeit wohl den geilsten Mathelehrer hatten. Ich weiß nicht mehr genau, wie es angefangen hat. Aber man kann sich vorstellen, wie Achtklässler so sind. Kein Bock auf Unterricht. Echt? Also in der 8. Klasse war wirklich mein schlechtestes Jahr in der Schule. Ey, da bin ich echt fast sitzen geblieben. Da war so Pubertät so voll in meinem Brain drin und hat so verhindert, dass ich irgendwie auch nur ansatzweise effektiv war. Achso, wir hatten in unserer Schule gleichzeitig in dem Jahr auch den Ruf der allermiesesten Klasse, die man sich in dieser Schule vorstellen kann. Was wir damals interessanterweise mehr als positive Auszeichnung gesehen haben. Kein Lehrer wollte uns haben, ist kein Scheiß. Es hatte ziemlich viel geschneit und wir hatten einen kleinen Schulteich, der zugefroren war. Mein bester Kumpel hatte damals eine kleine Sucht nach Wetten und Glücksspiel und wettete mit einigen Fünftklässlern, wer sich auf den Teich stellen würde, würde von ihm 10 Euro bekommen. Die kleinen naiven Kinder hörten natürlich auf ihn und stellten sich auf den Teich und brachen ein. So hatten wir schon in der Pause sehr viel gelacht und ich hatte immer noch Bauchschmerzen, als wir in den Matheunterricht setzten. Ein anderer Kumpel von mir saß am Fenster und sang laut aus. Serkan is my girl. Serkan is my girl. Und mein bester Freund konnte sich vor Lachen nicht mehr halten und fiel neben mir vom Stuhl, als gerade mein Mathelehrer hereinkam. Er schrie meinen Kumpel an, mit deinen homosexuellen Neigungen interessieren hier keinen. Und als ich mir vor Lachen den Bauch hielt und mich fragte, woher er zur Hölle Aiblali kannte, holte er eine Flasche hochprozentigen Alkohol hervor und kippte sie sich hinter die Binde. Was? Gerade als er die Flasche absetzte, kam meine wütende Lehrerin herein. Meine alte Mathelehrerin, die eine leichte Schwäche für Marihuana hatte und gerade hochschwanger war. Und ernsthaft, das ist kein Scheiß, wir hatten sie kiffend im Wald gesehen und gefilmt. Die Lehrerin suchte nach dem Kumpel, der dafür gesorgt hatte, dass ihre Schützlinge hohes Fieber und Schüttelfrost hatten. Mein Mathelehrer, der wusste, was für asoziale Kackkinder das waren, lachte sich einen ab, während die Klasse die Lehrerin mit großen Augen anblickte. Plötzlich fing ich wieder an zu lachen und brüllte irgendwas von der Mitternachtsformel und P plus Q gleich X, das zu einer Aufgabe gehörte, die wir letzte Woche aufbekommen hatten. Der Serkan ist my girl-Typ. Stellt euch einfach vor, wie jemand einfach so mitten in der Klasse sitzt. Serkan is my girl. Serkan is my girl. Serkan is my... Der Serkan ist my girl-Typ bekam sich nicht mehr ein und mein bester Freund fiel erneut vom Stuhl. An wirklich mehr erinnere ich mich leider nicht, da ich aufgrund meines heftigen Lachflashs den Kopf an der Heizung angeschlagen habe und die nächsten Tage wegen starker Schmerzmittel kaum noch denken konnte. Okay, warte. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid, ne? Aber wirklich, bei uns die 8. Klasse war die allerschlimmste. Wir fanden es damals, und bitte macht das nicht nach, weil das ist wirklich eigentlich verdammt asozial. Pass auf. Wir haben damals immer den Tafelschwamm genommen. Und damals hatten ja noch alle so richtig schön geordnete Hefte, wo sie immer alles reingeschrieben haben, so schön eingebunden in so Plastikdinger, in Pink und Gelb und Grün. Keine Ahnung, wie ihr das heute macht. Und wir fanden es immer verdammt lustig, den Tafelschwamm zu nehmen, der so richtig schön noch vor Wasser getrieft hat, vor allen Dingen vor dem schönen Tafelwasser. Haben den halt so an einer Ecke so genommen, so, damit wir halt den Jan hier großartig anfassen mussten. Und weil der dann so schön nass war und so getrieft hat, konnte man ihn so richtig so weit durchs Zimmer schmeißen. So. Dabei hat er sich natürlich 100 Mal gedreht, hat dabei in alle Richtungen Wasser verloren, weil der so voll war und ist meistens irgendjemand am anderen Ende des Raums voll ins Gesicht geklappt. So. Ich bin im Nachhinein nicht stolz drauf. Wir haben eine Menge Ärger bekommen, aber es war witzig. Kommen wir aber zur nächsten Geschichte. Hi Clemens, ich habe gerade irgendwie den ganzen Tag deine Videos gesucht und da ist mir eingefallen, dass ich auch eine total peinliche Geschichte habe. Na sowas. Also, das war ungefähr so. Es war zum Geburtstag meiner besten Freundin, nennen wir sie einfach mal Natti. Es waren sehr coole Leute da, aber gekannt habe ich die alle nicht. Da waren irgendwie 7 Mädels und ein Typ. Dieser war aber sehr, sehr schüchtern und auch irgendwie depri drauf. Naja. Er war halt unauffällig. Das ist für die weitere Geschichte wichtig. Also, uns wurde nach einer gewissen Zeit relativ langweilig und wir dachten, dass es lustig wäre, wenn wir uns ein paar Spiele im Internet raussuchen. Uiuiuiui.
Na, das ist aber hier, also Spiele im Internet. Also wir fanden ein Spiel, Medizinmann. Das ist ein Spiel, bei dem sich alle in einen Kreis setzen und drei nehmen einen Löffel Mehl in den Mund. Einer muss dann rumgehen, der nicht weiß, wer Mehl im Mund hat und muss sich von jedem ins Gesicht pusten lassen. Das hört sich schon mal sehr witzig an. An dem Tag hatte ich übrigens den guten Pulli meiner Mutter an, den ich liebe, und meine Mutter auch. Also ich war dran und wurde echt mit Mehl bebombt. Nati, das Geburtstagskind, sagte, das sei richtig komisch, wie ich ausgerastet bin. Also sollte ich nochmal raus. Nur hatte ich immer noch den guten Pulli meiner Mutter an, und da ich keine Lust hatte, meinen Kopf zu verlieren, zog ich den Pulli aus. Ich dachte nämlich, es waren nur Mädchen im Raum. Aber der deprimierte Typ war ja auch noch da. Dem Typ sind fast die Augen rausgefallen, und ich habe es erst bemerkt, als ich mit einer der Mädels darauf hingewiesen hat. Ich kann mein rosa Lieblings-BH nicht mehr anziehen. Ich lege ihm immer peinlich berührt zurück in den Schrank und sehe das Gesicht von dem Typ auf meinem geistigen Auge und will mich nur noch im Bett verkriechen. Der Pulli ist übrigens trotzdem dreckig geworden. Der Medizinmann spiele ich auch nicht wieder. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle hätten Sie jetzt eigentlich eine Demonstration gesehen, wie Clemens seinen Riesenpenis rausholt und zeigt, wie grün der wie eine Gurke ist. Ja, ist kein Witz, aber leider hat es da so krass gerauscht auf einmal im Ton, dass ich das leider rausschneiden musste. Deswegen geht es jetzt einfach weiter mit der dritten Geschichte. Viel Spaß. Naja, Freunde, eine Geschichte haben wir ja noch. Hallo Clemens, ich habe auch eine Geschichte für dich. Und zwar, ich wohne mit meinen zwei besten Freunden gemeinsam in einer Wohnung. Eines Tages waren beide nicht zu Hause, also habe ich beschlossen, meine Freundin einzuladen. Allerdings gab es an der Sache einen Haken. Meine Eltern wollten an genau diesem Tag ausgehen, also musste meine vierjährige Schwester bei mir übernachten. Als ich sicher war, dass sie tief und fest schlief, lud ich also meine Freundin ein. Kurze Zeit später lagen wir also beide so in meinem Bett und waren gerade ziemlich beschäftigt. Doch plötzlich klingelte es an der Tür. Und nicht nur einmal. Ich stand also auf, öffnete die Türe. Draußen stand meine Nachbarin, eine alte Frau, die ziemlich nett und fürsorglich ist. Moritz, mein Junge. Das ist übrigens ihre Standardbegrüßung. Moritz, mein... Palim, Palim. Dann musterte sie mich von oben bis unten. Es war ihr genauso peinlich wie mir. Immerhin stand ich in Boxershorts vor ihr und hatte eine Latte. Oh, tut mir leid, ich wollte euch gar nicht stören, nuschelte sie. Zu allem Überfluss wurde meine Schwester noch von der Klingel geweckt und auch sie kam aus der Wohnung heraus und starrte auf meine Beule in der Hose. Moritz, was hast du da? Fragte sie ganz geschockt. Meine Nachbarin bekam darauf einen Lachflash und ich sagte zu meiner Schwester, dass sie einfach wieder reingehen und schlafen soll. Gott sei Dank haben mich weder meine Schwester noch meine Nachbarin auf diesen Abend jemals angesprochen. Warte, ich versuche das jetzt natürlich mit meiner großartigen Schauspielkunst noch mal darzustellen. Palim, palim. Ja. Moritz, mein Junge. Dann die kleine Schwester. Hä? Moritz, was hast du da? Nee. Na, Hänsel, halt doch mal dein Knochen raus, ob du schon fertig bist. Ja, ja, bei mir ist das schon 50 Jahre her. Naja, meine Freunde, das war's jetzt auch schon wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mal einen Daumen nach oben. Und wenn ihr jetzt noch hier klickt, kommt ihr zum letzten Video. Hier kommt ihr zum nächsten Video, sobald es online ist. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Hier könnt ihr noch abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dann, haut rein. Ciao und bis dann.